Ja, servus da draußen. Ich stehe jetzt hier gerade rein zufällig an meinem Charger und habe gerade einen Anruf bekommen und da hat mir ein Vöglein gezwitschert, dass es heute die Möglichkeit gibt, einen weiteren Mythos der Elektromobilität einfach mal auf die Schliche zu gehen. Worum geht's? Ja. Zum Glück gibt es viele Menschen wie mich, die einfach immer noch irgendwo Spielkinder sind und Jugendforsch betreiben, so wie es eigentlich auch sein soll. Es gibt Bilder, die im Internet grassieren, wie zum Beispiel das Bild hier. Ja, kennt ihr sicherlich? Vielleicht kennt ihr auch das Bild hier. Mhm. So, und da steht nun das Elektroauto und wird mit einem Generator geladen. Ha. Das soll funktionieren? Das glaubt ihr selber nicht, ne? Ja. Also, Dennis Wittus und Holger Laudelei, ne? Ähnlich experimentierfreudig wie ich, haben das ja auch schon in einem Video ausprobiert. Ne? Oben in der Infobox habt ihr jetzt die Möglichkeit, das mal eben zu klicken. Ist das da? Whatever. Ich glaube da. Da das I, ne? So, auf jeden Fall haben die da festgestellt, dass weder der Maxus noch das Model S von Dennis sich mit dem Generator laden konnten, aber die Tweezy, warum auch immer, funktionierte. Warum die anderen Fahrzeuge jetzt nicht funktionieren, lag vielleicht ein bisschen an dem ganzen Thema Frequenz. Ja, auf jeden Fall hat jetzt mir dieses besagte Vöglein gezwitschert, dass der Holger Laudelei, dass es ihn einfach keine Ruhe ließ und er natürlich sich auch aufgrund einfach seiner elektrotechnischen Ausbildung, seines Hintergrundes, sich einfach hingesetzt hat und gesagt hat, Mensch, das muss doch machbar sein. Das lässt mir jetzt gerade keine Ruhe, also ich tüftel rum. Ja, und so wie es scheint, hat er dann einen Weg gefunden. Wie gesagt, also ich habe die Info, und das werden wir jetzt gleich einfach mal verifizieren, dass die beiden gerade jetzt in diesem Moment sich beim Holger getroffen haben und das Ganze versuchen zu verifizieren. Sprich, stimmt es oder stimmt es nicht? Da habe ich mir gedacht, haha, da spiele ich doch mal mit. Ich werde die beiden gleich mal überraschen. Ja, und werde dann einfach mal gucken, ob das tatsächlich stimmt, dass man im Generator doch über Umwege generell, weil so scheint es ja nicht zu gehen, ein Elektroauto laden kann. Ja, brauche ich jetzt trotzdem noch ein paar Elektronen, da vertraue ich dann eher auf meinen Triple Charger und dann fahre ich jetzt hier gleich los. An dieser Stelle möchte ich mich ansonsten nochmal echt bedanken für das Feedback in den letzten Tagen. Das war echt grandios. Also habe jetzt tatsächlich auch, und damit hätte ich vor 3-4 Monaten, als ich hier überhaupt angefangen habe mit YouTube, gar nicht gerechnet. Ich habe über 500 Abonnenten. Also das macht so ein bisschen Druck. Ja, also das verleitet einen dazu, zu sagen, Mensch, jetzt muss ich auch Content erzeugen, der jetzt wirklich vernünftig ist. Also es gibt so ein paar Videos, zum Beispiel das vom Fiat 500e, da habe ich echt überlegt, ey, oh, das kannst du so eigentlich nicht mehr anbieten. Das war ja mit der Kamera ein Gezuckel, ein Geruckel. Das werde ich nochmal neu drehen und dass es wirklich der Content in Zukunft mit dieser Kamera hier auch vernünftig aussieht. Ich glaube, das macht mehr Sinn an der Stelle. Also, ich lade mal eben zu Ende und dann nehme ich euch gleich mal mit live zu Holger und Dennis, die von ihrem Glück noch nichts wissen. Und dann gucken wir mal, was es mit dem Mythos-Generator auf sich hat. Bis gleich. So, dann wollen wir mal, wa? Da bin ich jetzt mal gespannt gleich. Wie ihr seht übrigens, schönstes Bremer Nieselwetter. So wie eigentlich an gefühlt 250 Tagen im Jahr. Aber das ist wirklich nur ein bisschen Nieselwetter. Es kriecht dann so ganz fies überall rein, aber was will ich mich beschweren? Habe ich mir selbst ausgesucht hier zu leben, ne? So. Gut, also Fahrzeit jetzt etwa noch 10 Minuten und da bin ich echt mal gespannt, was dann die beiden da gerade aushacken und was die sagen, wenn ich da plötzlich auf den Hof fahre. Ihr werdet live dabei sein. So, jetzt sind wir gleich wieder im Gewerbegebiet Ritterhude, Gewerbepark. Den kennt ihr schon von dem Video, dem Schwungvolltrift Holger Laudelei. Ich war mit dem Dennis Wittus auch da, als wir mein Yannick bei ihm im Kanal präsentiert haben. So,
Und wie ihr seht, das Wetter ist fantastisch. So, und jetzt bin ich gleich mal echt gespannt, was die sagen, wenn ich um die Ecke fahre. Ich fahre jetzt einfach mal gleich hinten zur Halle hin. Weil ich glaube, wenn, dann dürften die bei der Halle sein. Werden wir ganz schnell rausfinden. Gucke jetzt trotzdem einfach gleich mal nach links, weil da hat der Holger seine Firmenzentrale. Nein, da sind sie nicht. Also. Da steht schon der Maxus wieder, da steht auch ein Model X und da steht die Zoe. Ja. Oh, da steht der ganze Fuhrpark. Titsch, wie sie es auch schon wieder da. Junge, Junge, das müsst ihr euch mal eben angucken, deswegen stelle ich mich mal hier eben ganz, ganz anders hin. Da ist der Maxus. Guckt euch das mal an, was hier steht. So, gut, ich stelle mich mal hier hin und dann, die beiden haben mich schon gesehen und dann stellen wir es mal aus. So, vielleicht könnt ihr es schon hören, Generator läuft, das heißt, also irgendwas haben die da gemacht. Das werde ich mir jetzt mal aus der Nähe ansehen. Und, ja, gucken wir mal. Ich drehe euch jetzt einfach mal in Blickrichtung, damit ihr seht. Ich weiß gar nicht, ob man das versteht. Also ich bin ein bisschen näher dran. Der Generator ist echt schweinelaut. Und ich gehe die beiden jetzt mal überraschen. Die hängen beide im Model X drin. Hinten. Und das werden wir uns jetzt mal ansehen, was sie da so treiben. So. Ja, ich stand jetzt gerade an meinem Dreifachlader und dann hat mir ein Vogelchen gezwitschert, dass hier eine Ladeparty stattfindet und dann dachte ich, ja, warum bezahle ich den Strom, wenn ich ihn nicht umsonst bekomme? Ja, und wenn er so schön nachhaltig aus Diesel erzeugt wird. Ja, hammermäßig, ja. Irgendwo muss das Zeug dafür brauchen sein. Holger stellt jetzt um hier auf dreiphasig und ich habe hier schon wieder meine Linse putzen hier. Ja, das Wetter ist herrlich. Habe ich ja auch gesagt, das Wetter ist herrlich. Ja, dann gucken wir jetzt gleich mal. Also das ist hier in der Halle auch nicht leiser. Also das ist ein ganz schöner Krach und wir gucken jetzt mal, ob das Ganze da funktioniert. So, eben gerade mit dem Holger noch mal kurz gesprochen. Wir werden das nämlich tatsächlich auch mal bei meinem Auto ausprobieren. Was das ganze Thema Laden mit dem Generator angeht, habe ich ja auch so angekündigt, gebe ich mal ins, verdammt, gucken, ob ich hier reinkomme. So, EV-Menü und im EV-Menü machen wir jetzt mal bei den Ladeeinstellungen, setzen wir das Ganze jetzt mal runter auf Minimal, so dass wir dann dementsprechend, nicht den Generator überfordern, ne? So, also, wir sind jetzt hier in dem Menü und dort stelle ich jetzt ein, dass ich gleich nicht so viel Strom abnehme, Ladestrom. Wir sind bei einer, ich glaube, das nimmt er als Station, Minimum, okay. Aber ich gehe auf Nummer sicher und stelle auch die Tragbare auf Minimum, so dass wir dementsprechend halt den Strom minimal nur anfordern und dementsprechend wahrscheinlich auch der Generator, der gerade wieder ausgegangen ist, dann auch möglichst wenig zieht und uns nicht der FI oder sonst was raus. Genau, und wir sind hier jetzt mit zwei Kameras im Bild. Wir haben gerade beschlossen, jetzt nicht den Tesla zu laden, sondern hier weiterzumachen. Und der Stefan hat den Strom gerade auf die niedrigste
Variante, hätte ich jetzt fast gesagt, auf die niedrigste Stufe gestellt. Ich könnte jetzt im Bordbuch nochmal nachgucken, wie viel das tatsächlich ist, falls es interessiert. Ich habe irgendwo das auch mal aufgeschrieben, aber ich habe es nicht. Aber das zeigt er nicht an. Zeigt er leider nicht an. Holger kommt hier mit dem Generator angerollt. So. So, also, Auto machen wir aus, Ladeport machen wir auf. So, Generator an. Der Stefan, Drehstrom oder einphasig? Alles probieren, wa? Klar, wir machen alles. Ja. Würde ich so sagen. Da gucken, ne? Das sehen wir sofort leiden. Und? Normalerweise müsste er jetzt gleich eine Zeit anzeigen. Ja. Die Leistung ist zu hoch! Wir haben ihn raus! Schade. Also, der Ayanek. Jetzt nicht! Die Leistung ist zu hoch, dann brauchen wir als 3 kW. Wir versuchen jetzt mal ein kW. Ja? Okay? So. Also, im Moment ist die Leistung zu hoch. Dreiphasig ist die Leistung zu hoch. Und wir stellen jetzt auf einphasig um. So, wir sind jetzt auf einphasig umgestellt. Ja, einphasig. Und jetzt gucken wir mal, was er gleich sagt. So, auch hier für euch mal eben. Noch sagt er nichts. Doch, 13 Stunden. Er lädt. Er lädt. Ja. Er lädt. Also das ist das, was der Schuko hat. Ja. Er lädt. Das ist ja geil. Er lädt. Mit dem kleinen Generator. Also das ist alles kein Problem, wenn man einen größeren Generator hätte. Ja. Da kann man auch Fahrzeuge laden. Das ist ja nur ein ganz kleiner Baustellengenerator. Normale Generatoren haben ja wesentlich mehr Leistung. Das ist ja geil, dass das Teil lädt. Ja. Den Maxus können wir leider nicht machen, weil der einfach eine zu hohe Ladeleistung hat. Da funktioniert es nicht. Das weiß ich. Ich habe die ausprobiert. Und wollen wir die Null mal probieren? Die alte Zicke? Ja. Ja, also wir rollen rüber zur Null. Sagt die Prüfung, er prüft noch. Also sie prüft und Batterieladung unmöglich. 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 Und? Unmöglich. Was? Guck dir das an. Nein. Nein. Aber der Generator geht doch runter mit der Drehzahl. Ja, trotzdem. Mach dir nicht die Sau. Hol dein anderes Kabel. So, jetzt holen wir mal eben mein Ladekabel. Vielleicht ist es tatsächlich das Tesla-Ladekabel. Das wollen wir jetzt mal eben ausprobieren. Also das kann ja wohl nicht angehen. Ladung unmöglich. Also, wo sind wir denn hier? So. Also gucken wir das jetzt mal an. War heute übrigens alles ungeplant. Ich sehe auch im Kopf aus wie, na lassen wir das, aber... So ist YouTube, ne? Da sind wir alle live dabei. Und jetzt gucken wir das einfach mal. Notladekabel, was ist das? Ist das von Hyundai? Das ist das Hyundai Standardkabel. Also das ist tatsächlich mein Standardladekabel, weil beim Arbeitgeber kann ich nur Schoko laden und das ist zu, ja, ich sag mal 90% im Einsatz bei mir. Ich habe hier hinten ja auch noch das Notladekabel von von der Zoe. Ja, wollen wir das nicht nehmen? Können wir auch, wir probieren jetzt erstmal durch hier. Also Vorteil hier ist, habe ich eben Holger schon gesagt, wir können die Ladeleistung reduzieren, auch hier am Ladeziegel, was vielleicht ganz gut ist. Gut, dann also, lass ausprobieren. So, bin mal gespannt. Sehen wir das, Stefan, wenn wir reduzieren? Wo sehen wir das? Vorne auf dem Display. Auf der anderen Seite ist ein Display und dann siehst du das. So, gucken wir uns das mal wieder an hier. Blinkt rot!
Ja, auch hier sagt der Batterieladung unmöglich. Tja. Und wir haben jetzt noch das Kabel von der Zoe. Ladezicke Zoe. Jetzt versuchen wir nochmal das Original-Ladekabel von der Zoe aus. Aber die Zoe macht hier wieder ihrem Ruf gerecht. Die mag einfach nicht laden. So, und jetzt geht's weiter. Ihr hört den Generator schon wieder. Da sind die beiden. So, Zoe-Ladetest, Teil Nummer 3. Und auch das sieht schon wieder nicht gut aus. Die Zoe will einfach nicht. Batterieladung und... Die Zoe will einfach nicht. Also, wir haben jetzt wirklich drei verschiedene Ladekabel von Tesla, vom Hyundai und von Renault Original ausprobiert und das wird einfach nichts. Also an der Stelle hopfen wir mal verloren, was die Zoe angeht scheinbar. Zoe ist eine Zicke, da gibt's nichts. Ja. Rollender Fehlerstromschutzschalter. Ja, sind nicht alle Autos mit Frauen da ein bisschen zickig? Ja, ist die ganzen so. Alphas und so. Und ja, die haben auch nicht funktioniert. Das war auch immer. Gott, auch nur von Frauen ging das nicht. Das war ja. Mythos widerlegt oder nicht? Ich weiß gar nicht so richtig. Also, vor allem der Ioniq lädt. Der Ioniq lädt, wenn man über ein einphasiges Ladegerät, Generator, das hinbekommt, dann funktioniert das. Die Zoe hat jetzt eben ein bisschen rumgezickt, das habt ihr noch gesehen. Hintergründe, warum etwas jetzt funktioniert oder nicht, seht ihr dann beim Dennis im Video. Das möchte ich jetzt hier nicht auch noch aufgreifen. Hat ein bisschen was mit dem Ausgleichspotenzial zu tun und Widerstand, den dagegen gegeneinander messen muss und so weiter. Das Gehäuse war jetzt nicht geerdet, weil es ein Baustellengenerator war. Das hat der Holger dann selber gemacht. Der ist Elektrikmeister und der weiß, was er tut. Gut, ansonsten muss ich sagen, hat es mir wieder mal gefallen mit den beiden Jungs. Und wir werden jetzt noch ein Käffchen trinken oder einen Tee und ein Croissant essen. Und dann ja, sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Also ich fand es wieder sehr interessant und der Mythos ist halbwegs widerlegt. Das heißt, es könnte funktionieren. Aber meine ganz klare Empfehlung ist an dieser Stelle, wenn ihr liegen bleibt, vertraut nicht auf irgendeinen Generator, weil ihr wisst eben nicht, ist es ein Baustellengenerator, der eben nicht taugt oder ist es ein anderer Generator. Es dauert sehr, sehr lange, weil ihr könnt den Ioniq zum Beispiel jetzt hier, müsst ihr den Ladestrom auf minimal auf eine Phase legen, dann braucht der jetzt hier 50% Akkukapazität, braucht er 13 Stunden zum Laden. Dementsprechend dauert es unheimlich lange, um überhaupt hier genug Saft in den Wagen zu kriegen und bis dahin hat jeder ADAC oder anderer Service euch abgeholt oder der Kumpel mit dem Trailer, so wie es euch dann am besten passt. Von daher, ja, also, es ist in der Theorie möglich, Tesla kann runterregeln, der Ioniq kann runterregeln, nicht jedes Auto machbar, wir haben es beim Zoe jetzt noch nicht hinbekommen, ja, aber ansonsten, euch noch ein schönes Wochenende und wir werden mal gucken dann, was uns sonst noch anfällt. Also bis dann, tschüss.